Brahms behauptete ja gerne, musikalische Einfälle bedeuteten ihm eigentlich nichts. O-Ton Brahms. Das, was man eigentlich Erfindung nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen höhere Eingebung, Inspiration, das heißt, dafür kann ich nichts. Von dem Moment an kann ich dies Geschenk gar nicht genug verachten. Ich muss es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen. Ende des Zitats. Alles will er sich ehrlich verdienen. Kein Leichtsinn. Nirgends. Diese extreme Seriosität ist auch deshalb so erstaunlich, weil Brahms Musik eigentlich überquillt von absolut hinreißenden melodischen Eingebungen. Ihre Emotionalität packt uns ganz unmittelbar. Brahms muss es verstanden haben, die Spuren seiner harten Arbeit so zu verwischen, dass der Eindruck entsteht, er hätte Instinkt und Intellekt zur perfekten Balance gebracht. Nirgendwo ist diese Schaukelbewegung zwischen Impuls und Kontrolle aufregender zu erleben als in seiner Kammermusik. Die Besetzungen reichen von der Duosonate über Trios, Quartette und Quintette bis zum Sextett. Weil Brahms seinen Stücken keine programmatischen Titel gab und auch niemals außermusikalische Assoziationen einbaute, sind die einzelnen Werke nicht leicht auseinanderzuhalten. Man muss es also hören. Beim Heidelberger Frühlingmusikfestival 2024 stellen wir das Kammermusikwerk nahezu vollständig vor. Mit fantastischen Musikerinnen und Musikern. Renaud Carpusson und Igor Levit, die zwei Ausnahmesolisten, die sich so gut verstehen, spielen alle drei Violinsonaten. Anastasia Kubekina ist eine der spannendsten jungen Cellistinnen, die in allen Stilen zu Hause ist. Sie stellt die erste Cellosonate in ein beziehungsreiches Programm, das von Clara Schumann bis zu einer Neukomposition ihres Vaters Wladimir Kubekin reicht. Jean-Guyen Keras, der 2018 Artist in Residenz bei uns war, nähert sich der zweiten Cellosonate von ganz unerwarteter Seite, nämlich von Marat Marais, dem französischen Meister des frühen 18. Jahrhunderts und dessen Gambensuiten. Das Trio Wanderer aus Frankreich, seit einem Vierteljahrhundert eines der großartigsten Ensembles seiner Art, hat sich das schwärmerische erste Klaviertrio H-Dur des jungen Brahms vorgenommen. Es hat aber auch zwei bezaubernde Stücke von Lili Boulanger im Gepäck, der genialen Französin, die keine 25 Jahre alt wurde. Dazu gesellt sich das junge Trio Gaon mit dem zweiten Trio von Brahms, das den Blick nach Osten richtet, um das umfangreichste und ambitionierteste Trio von Antonín Dvořák dazuzustellen. Das Pavel Haas-Quartett aus Prag holt seinen früheren Bratscher Pavel Nickel zurück, um die beiden Streichquintette zu präsentieren. Das sind ganz besonders herrliche Stücke, die aber relativ selten zu hören sind. Große Künstler wie Tabea Zimmermann und Rafi Perianes, Eidborg Hemsing mit István Várdai und Alexej Volodin interpretieren Brahms Werke. Und das junge Notus-Quartett kombiniert jugendlich leidenschaftliche Werke von Mahler und Bartók zum eingangs erwähnten feurigen Rondo alla Zingarese. Was all diese Werke gemeinsam haben? Sie gehören zum Schönsten, was es in der Kammermusik gibt. Und als Zuhörer hat man das Gefühl, als meinten sie genau uns. Jetzt und hier. Seien Sie mit dabei.